Ich möchte in diesem Video einiges über unsere sogenannten Pre-Stretches erklären. Die Pre-Stretches mache ich nach dem Warm-up, am Ende vom Warm-up, bevor wir dann mit dem Cardio-Training oder auch einer Kräftigungsrunde beginnen. Und diese Pre-Stretches, die sind nicht unwichtig und vor allem sind sie in ihren Positionen nicht immer ganz so einfach zu erklären, weil sie relativ schnell gehen und sie sind bewegt. Also ich halte sie nicht still, ich bewege sie. Vieles von dem, was ich jetzt erkläre, gilt aber natürlich auch für die Stretches am Ende der Stunde. Vor allem für die, die ich in Videos mache, wo ich nicht am Boden runtergehe und diese Stretches am Ende der Stunde auch im Stehen mache. Da gilt dann mehr oder weniger dasselbe, was ich jetzt auch sage für die sogenannten Pre-Stretches. In meinen normalen Workouts sind wir dann am Ende der Stunde am Boden und das, was ich jetzt sage, ist daher auch nicht wichtig, weil diese Positionen nicht vorkommen. Die Pre-Stretches sind bewegt, weil wir ja im Warm-up sind und vor dem Training und unseren Puls hochbringen wollen und die Muskulatur auch nicht zu sehr entspannen wollen. Wir wollen sie dehnen, vorbereiten auf eine bewegte Belastung und auf bewegte Dehnungen. Positionen, wenn wir zum Beispiel kicken und wir wollen da den hinteren Oberschenkel schon sozusagen ein bisschen vorgedehnt haben. Das sind die Pre-Stretches und wir wollen vielleicht aus einer langen sitzenden Haltung, wo hier vorne alles ganz gebeugt war, mit einer Hüftbeugerdehnung zuerst diese Hüftbeuger sozusagen auf die Bewegung vorbereiten, die wir dann zum Beispiel bei den Ausfallschritten brauchen. Bei den Pre-Stretches greife ich am Boden runter und das ist das, worum es hier jetzt geht, vor allem auch. Okay? Das heißt, ich beginne mal, wir machen meistens Wade bewegt, ich habe meistens Arme dazu, da greift man nicht am Boden runter. Und da ist es ganz wichtig, dass dieses Bein, wo wir dann die Waden unten dehnen wollen, also diesen Bereich hier, Achillessehne, ganz wichtig Achillessehne, vor allem wenn man dann läuft und springt, Wade, Achillessehne, aber auch die Fußmuskulatur unten am Fuß, ist es ganz wichtig, dass das Bein gestreckt ist und dass man dabei nicht den Fuß hebt, dass man nicht so macht, sondern dass die Zehenspitze, der Fußball am Boden bleibt und man drückt die Ferse runter, das ist die Dehnung. Rauf ist die Anspannung, runter ist die Dehnung. Und dieses Anspannen, Dehnen, das ist genau das, was ich bei den Pre-Stretches machen möchte. Bein gestreckt, Zehenspitze schaut in die Blickrichtung sozusagen, also nicht, wenn ich vorschaue. Sie schaut nicht so, das ist ganz wichtig. Überhaupt nie so, immer nur so quasi Bauchnabel, Zehenspitze, Bauchnabel schauen in dieselbe Richtung. Der vordere Fuß kann, das sieht man jetzt nicht gut, zeigst du es mal auf der anderen Seite, der vordere Fuß kann ein bisschen nach innen gedreht sein, damit man sicherer steht. Man kann auch breiter stehen, damit man sicher steht und nicht umfällt in dieser Position. Aber diese Zehenspitze schaut dorthin, wo der Bauchnabel hinschaut. In dieselbe Richtung. Und ihr Fuß kommt nicht hoch, die Ferse drückt in den Boden. Pre-Stretch, Wade. Dann mache ich meistens ein paar Bewegungen. Das gilt dem Warm-up, auch der Hüftbeuger vor allem. Weil dann nachher kommt die Hüftbeugerdehnung, wo ich meistens zum Boden runtergreife. Ich sage gleich dazu eine Alternative, wenn man nicht zum Boden runtergreifen will oder kann. Bei dieser Übung ist das hintere Bein, das ist das, was wir dehnen wollen, hier wollen wir dehnen, ausgestreckt sein. Sehr oft ist man in dieser Position, man spürt die Dehnung nicht gut, man muss das Bein strecken, so fest es geht. Und damit man nicht, sagen wir, so wird, möchte ich, dass man vorne die Zehenspitze versucht hochzuziehen. Das ist sozusagen der Test dafür, dass man hier weit genug vorne ist. Zehenspitze vor dem Knie, das ist fürs Knie gut, das ist für die Stabilität der Position gut und im Endeffekt ist es auch für die Dehnung gut, weil man dadurch mit den Beinen von der Hüfte her weit genug auseinander ist, als wenn man das Ganze jetzt, sagen wir, so machen würde. Okay? So kommt man einfach weiter runter, spürt man gleich, da zieht dann die Schwerkraft ja eher nach vor und hier zieht dann die Schwerkraft definitiv hinunter, hier spürt man die Dehnung. Okay? Und dann nachher machen wir das, sehr schwer, da geht es um die Dehnung der hinteren Oberschenkelmuskulatur, jetzt von dem vorderen Bein hier, also das Bein, das ich jetzt strecke und beuge. Okay, ich drehe mich mal wieder zur Mitte, mache ich jetzt auf der zweiten Seite, also Hüftbeuger, Hüftbeuger hier. Und dann
Auch hier gilt Zehenspitze hoch hoch, jetzt auch, weil ich mich jetzt mit der Ferse nach hinten schieben möchte. Und jetzt dehnen wir den hinteren Oberschenkel von dem Bein, das sich jetzt bewegt, im hinteren. Und da kann es sein, dass man nicht weit drauf kommt, das macht nichts, man versucht so gut es geht und es geht mal besser, mal schlecht, aber insgesamt, wenn man das regelmäßig macht, geht es immer besser. Wichtig dabei, das hintere Bein bleibt gestreckt. Nicht so machen. Da torpediert man praktisch die Übung, der Dehneffekt ist quasi weg. Gestreckt, hinten und vorne, so gut es geht. Dann kommen wir zur Mitte und dann, ganz wichtig, hier nicht so abstützen. Ich zeige mal kurz von der Seite, warum. Wenn ich mich so abstütze, wir machen dann so die Dehnung der inneren Oberschenkel. Mein Rücken ist jetzt mehr oder weniger gerade. Ein bisschen zu rund bin ich auch manchmal. Eigentlich wäre besser fast ein bisschen ins Hohlkreuz gezogen. Aber wenn ich mich so stütze, da ist überhaupt nichts mit aufrechter Körperhaltung. Da ist man ganz bucklig. Die Dehnung ist quasi nur noch ganz minimal und der Rücken ist völlig ohne Spannung. Es ist aber für die Dehnung der inneren Oberschenkel die Rückenspannung wichtig. Ohne diese Rückenspannung dehnt man hier nicht gut. Deswegen anspannen, Hohlkreuzdenken, Squatdenken und unbedingt mit den Händen an den Knien stützen und nicht mit den Ellbogen. Und auch, wenn möglich, nicht stützen. Manche Leute können das, aber die Gefahr, dass man sich dann den Rücken beleidigt, weil man sich nicht richtig stabilisiert und nicht abgestützt ist, ist groß und es zahlt sich nicht aus. Es hat keinen Mehrwerteffekt. Hände, wir machen das bewegt, dann halten wir unten. Und dann das letzte ganz Wichtige, wir drehen uns zum gestreckten Bein. Die Hand zum Fuß und die andere Hand drückt das Knie, das ist ganz wichtig fürs Knie, nach außen. Und dabei drücken wir uns ab zur Seite und strecken unseren Rücken. Ich zeige das jetzt nochmal so. Also abstützen, zum gestreckten Bein um. Steißbein hoch, Brustbein hoch, an ein Hohlkreuz denken. Hier hoch, runter mit dem Bauch quasi. Brustkorb heben, Steißbein heben, die inneren Oberschenkel dehnen. Die Gefahr, dass man hier zu stark ins Hohlkreuz kommt, ist praktisch nicht gegeben, weil die Dehnung, die eben nicht so gute Dehnung dieser Muskeln, verhindert, dass man da ins Hohlkreuz fällt. Unter Anführungsstrichen. Man muss im Gegenteil ganz fest anspannen, damit man die Position überhaupt irgendwie halten kann. Wenn man jetzt nicht am Boden runtergreifen möchte, weil man es vom Kreislauf her an einem Tag nicht schafft, weil man schwanger ist, weil man einfach von der Beweglichkeit her nicht in diese Position kommt, noch nicht vielleicht, denn nach einigen Monaten üben kann das durchaus dann sein, dass man das dann schon schafft, aber man schafft es, sagen wir, gerade nicht. Und das wird vor allem zu Hause der Fall sein, manchmal auch in meinen Stunden, sucht man sich für das Warm-up etwas zum Abstützen. Einen Medizinball, einen Fitball, den man mit Hanteln fixiert, einen hochgestellten Step, einen Hocker, eine Sprossenwand, zu der man sich dann hindreht für diese Dehnübungen. Etwas, wo man sich abstützen kann. Und man kann dann diese ganzen Bewegungen, die ich jetzt gezeigt habe, diese wird kein Problem sein. Aber dann beim Runtergehen sich hier stützen. Man kann sich das sogar so herstellen. Einfach mit einer Hand stützen, zweite Hand hier. Man kann so diese zweite Dehnübung machen für den hinteren Oberschenkel. Also Hüftbeuger, Hinteroberschenkel. Und dann beim Vordrehen kann man auch hier so bleiben. Und wenn man jetzt ein Bein streckt, dreht man sich entweder so hin oder so hin oder so hin. Auf jeden Fall hat man hier die Hand. Und natürlich muss man dann immer noch dieses Knie nach außen drücken. Man könnte sich auch so stützen. Man muss sich aber immer noch zum gestreckten Bein hindrehen. Egal, wo man dann die Hände nimmt, hinnimmt. Und das Knie nach außen drücken, dieses strecken und ganz, ganz leicht gebeugt, also nicht komplett, nicht überstrecken. Strecken, aber nicht überstrecken. Und dann auch bei dem hier zum Schluss. Das habe ich vorhin gar nicht erwähnt. Das machen wir auch noch zum Schluss sehr oft. Auch hier höher abgestützt,
Auch hier wollen wir unseren Rücken nicht rund machen. Ich zeige das jetzt noch am Boden. Das ist natürlich nicht einfach. Wenn man breiter steht, ist es leichter. Wenn der Rücken ein bisschen rund wird, ist es nicht schlimm. Aber diese Übung, sagen wir so zu machen, ist nicht Sinn und Zweck, bringt nichts, ist eigentlich das Gegenteil von dem, was wir tun wollen. Gewicht auf den Fersen. Gewicht auf den Fersen und man kann sich abgestützt ja höher oder weniger hoch machen und dann sukzessive auch daran arbeiten, mehr zum Boden runterzukommen. Und man muss vor allem die Beine nicht unbedingt immer ganz ausstrecken. Das heißt, wenn man merkt, ah, ich schaff's bis daher, macht man bis daher und es geht jedes Mal mit der Zeit immer besser. Okay, dann stützen wir uns ab. Drehen die Knie meistens noch ein bisschen nach außen, also wenn ich so bin, so. Und dann stütze ich ab, drehe nach außen auf den Fußball, roll mich Wirbel für Wirbel hoch, locker aus. Okay, so. Und jetzt noch zum Schluss die Alternativen, wenn man nichts zum Abstützen hat. Das betrifft jetzt so vor allem meine Videos, die Basic-Videos, Basic-Cardio, Basic-Workout. Manchmal mache ich das mit dem Runtergreifen und sage dazu, stütz dich ab, wenn nötig. Sehr oft mache ich aber auch Alternativen. Die sind in der Stunde sehr schwierig, weil sie schauen ganz anders aus. Und es ist praktisch unmöglich, in dieser kurzen Pre-Stretch-Zeit von diesen wenigen Sekunden Bewegung da noch Leute anzuleiten, eine völlig andere Bewegung zu machen. Aber wenn man selbst die Bewegung kennt, zu Hause ausprobiert hat, vielleicht von den Videos gelernt hat, kann man das selbstständig machen. Und wenn du viel mit Videos trainierst, dann kannst du dir das auch merken und einfach dann gegebenenfalls machen. Und zwar, wir starten wieder ganz klassisch, Wadel bleibt gleich. Nach dem Wadel dann für die Hüftbeuger, statt diesen hinuntergreifen, kann man machen Ferse hoch und nur das Becken bewegen. Das ist nicht leicht, deswegen habe ich vorhin gesagt, das ist in der Stunde einzelnen Personen, das in den wenigen Sekunden zu zeigen, das wird meistens nichts. Wichtig dabei, das vordere Bein bewegt sich gar nicht, gar nicht. Nur das Becken bewegt sich. Und man drückt das Schambein von unten, schaufelt man vor, beugt dabei das Bein, spannt den Hintern an, die Ferse ist in der Luft. Man spürt hier die Hüftbeuger und die Schulter bewegt sich wieder gar nicht. Gar nicht. Also Kopf und Schulter und vorderer Oberschenkel bleiben an derselben Stelle. Und alles, was passiert, ist diese Beckenbewegung. Und wenn du es jetzt versuchst, dann wirst du spüren, du wirst auch merken, wie schwierig das ist. Aber wenn man es dann hat, spürt man die Hüftbeuger gut. Okay? Und für den hinteren Oberschenkel zeige ich jetzt gleich. Ich mache das jetzt hier noch auf der zweiten Seite. Bewegt. Und natürlich geht das auch stillgehalten. Nach Laufen gehen, nach Wandern. Wo auch immer. Auch nach einer Stunde. Auch bei den Cardio-Videos, wo ich dann am Ende nicht mehr auf den Boden runtergehe. Und ich dann vielleicht das hier zeige. Für die Hüftbeuger und du möchtest hier nicht runtergreifen, warum auch immer, kannst du diesen Hüftbeuger-Stretch stattdessen machen. Und für den hinteren Oberschenkel, wo ich dann oft so bin am Ende, man sollte den Rücken dabei gerade halten, ich bin aber jetzt auch nicht so aufgewärmt mehr nach dem langen Erklären, dass mir das so toll gelingt. Oder im Pre-Stretch, das kann man nach dem hier vorsteigen, das vordere Bein strecken, den Rücken fest anspannen und sich nach hinten setzen. Okay, und das auch so, hinteres Bein beugen, vorderes Bein strecken, hinteres Bein Gewicht auf der Ferse und man dehnt den hinteren Oberschenkel. Das Komische daran ist, bei dem, was ich zeige, normalerweise so, den hier Hüftbeuger und hinten hinteren Oberschenkel. Bei dieser Version Hüftbeuger und hier hinteren Oberschenkel. Natürlich kann man machen Hüftbeuger und dann steigt man so und macht jetzt den hinteren Oberschenkel beim hinteren Bein. So wie ich das in der Stunde zeige, Hüftbeuger vorn, hinterer Oberschenkel hinten. Wäre Hüftbeuger vorn. Und dann hinterer Oberschenkel hinten. Und vielleicht, wenn ich es so zeige,
sieht man das nochmal besser. Ich zeige es noch auf der zweiten Seite. Also Hüftbeuger vorn. Die Arme sind nicht wichtig, aber das passt ganz gut dazu. Kopf und Schultern bleiben aber, wo sie sind. Und jetzt vorsteigen, vorsteigen, hinten, hinteren Oberschenkel. Das heißt, hinteres Bein gestreckt, nicht überstreckt, aber gestreckt. Vorderes Bein gebeugt, der Hintern setzt sich zurück. Und da spüren wir die Dehnung. Und wichtig, der Rücken ist wie beim Squat. Leichtes Hohlkreuz sollen wir denken. Die Gefahr, zu viel Hohlkreuz besteht nicht. Das verhindert die Dehnung hier vom hinteren Oberschenkel. Besser gesagt, die nicht so tolle Dehnung vom hinteren Oberschenkel. Das heißt, fest anspannen. Das Problem ist eher, dass man rund wird im Rücken. Und immer am gebeugten Bein stützen. Nicht am gestreckten, weil wir wollen das ja nicht überstrecken. Und daher nicht reindrücken. Du siehst, warum diese stehenden Stretches, diese stehenden Pre-Stretches in der Stunde, in dem Stundensetting fast unmöglich sind zu unterrichten, auch wenn es eigentlich gute Alternativen wären. Sie sind wesentlich schwieriger von der Position her und von der Ausführung. Aber du zu Hause, du siehst in meinen Videos beides, vor allem in den Basic Cardio Videos und Basic Workout siehst du beides. Also du siehst das Leichtere dort vor allem, das eigentlich leichter ist, aber schwieriger in die Position zu kommen. Du kannst das üben und du kannst es dann in jedem Video, so wie du möchtest, einsetzen. Und wenn du dich generell lieber abstützen möchtest bei den Pre-Stretches und sozusagen die schwerere Version machen willst, aber abgestützt, stell dir einfach zum Warm-up immer einen sicheren Hocker, einen aufgestellten, also einen hohen Step, nicht aufgestellt, einen hochgestellten Step, einen Sessel, was auch immer hin. Das kannst du nachher wegräumen, aber für das Warm-up, für die Pre-Stretches hast du so immer die Möglichkeit, langsam in diese zum Boden greifenden Übungen dich hineinzuarbeiten. Und solange du noch nicht gut zum Boden kommst oder du bist gerade in einer Situation, wo das nicht gut funktioniert und auch nicht gut ist zu versuchen, kannst du dieselben Übungen abgestützt machen und das funktioniert selbstverständlich auch in meinen Live-Stunden. Und wenn du dort nichts findest, auf dem du dich abstützen kannst, komm vor der Stunde zu mir und frag mich, was du verwenden könntest.